Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Long War Vendetta. Jo, bevor wir hier was weiteres machen, würde ich mal sagen, haben wir jetzt noch eine Beförderung, und zwar den Alex Müller. Und da konnte ich mich bis jetzt nicht entscheiden, was ich dem zuteile. Weil so gesehen haben wir vorerst genug Infanteristen. Infanterist wäre halt auch das Klügste. Naja, da habe ich mir auch überlegt, bevor der mir jetzt hier aus Versehen ein Assault zurollt, machen wir doch lieber einen Infanteristen. Damit können wir wenigstens arbeiten. Wird zwar schwierig, ihn irgendwie in die Squad Rotation reinzubringen. Aber ja. Wunderbar. So, und als nächstes haben wir eine Small Landing Site. Also ein Scout. Hallo. In China. Und ich hoffe mal, dass das hier keine Falle ist. Normalerweise hat man hier maximal ca. 10 Aliens als Gegner. Wenn es eine Falle ist, dann könnte es schon mal locker 30 werden. Naja, stellen wir erstmal das Team vor. René Weiland führt uns hier als Infanterist an. Dann haben wir Leon M. als Sniper. General Van Dorn kommt als Gunner mit. Picard als Rocketeer. Glenn Friendly als Scout. Wallenstein als Ingenieur. Und Specialist Slattery als Medic. Naja, hoffen wir einfach mal das Beste. Los geht's. Touching down. Wunderbar. Beginn Assault. We're heading into China for the next operation. We tracked the alien craft to a landing site in a rural area outside of a small town. We should move to secure the site and clear out any hostiles we can find. Juhu, die Map mit dem Riesenfluss. Eine meiner Lieblingshass-Maps. Hab ich hier eigentlich Maps, die ich gerne spiele? Ich weiß es gar nicht. This is Big Sky. We're in position near the enemy LZ. Strike One is ready to move on your orders. I read you, Big Sky. This was a landing, not a crash. So expect heavy resistance. Und ja, Leon hat das richtige Snipergewehr dabei, das Marksman Rifle. Ich habe mich schon gesorgt, ob er überhaupt das Richtige dabei hat. Schauen wir uns mal um. Wir sind ja hier wunderbar am Rand. Nichts in Reichweite. Oh, Pott voraus. Etwas Glück können wir da eine schöne Falle aufbauen. Leon, geh mal bitte hier hin. Nicht hier in die volle Deckung, weil er sich da nicht rumlehnen kann. Und hier könnte er einen schönen Korridor haben, falls die hier lang kommen. Wo kommen die eigentlich lang? Eher von hier. Alles klar. Affirmativ. Meine Rakete hätte ich gerne steady. René, du musst nach vorne. Moment, bevor wir hier den Weg blockieren, müsste der General auch mal kurz durch. Van Dorn, vor. Ja, von mir aus kann Becky hier den Baum als Vollendeckung nutzen. Und Wallenstein hockt sich einfach mal hier hin. Snipergewehr gerne mal steady. Raketen-Steady. Und Feldposten. Mutants. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht hinrennen. Das ist nett. Gut. Wie weit kannst du nur in eine Rakete nicht schießen? Ja, hier ist der Baum im Weg. Ja, rück ein bisschen auf. Sicher ist sicher. Genau so wie der Rest. Leon, bitte hier in die volle Deckung. Und hier bitte das Feld freilassen für den Sidestep, den Leon benötigt.
Aye, aye. Steck dir! Du bitte, steady. Dann schauen wir mal. Hört ihr das? Ja, das sind Mutons. Checken wir nochmal den Motion Cracker. Ja, die rennen hier entlang. Die Frage ist, triggern wir, wenn ich mich jetzt hier in den Baum stelle? Glenn? Ja, wir triggern. Ist nur ein Muton. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich ihn gerne fangen würde. So, dann sprengen wir den mal die Deckung weg. Oh, 2,1 in dieser Season hatten wir bis jetzt noch gar kein großes Glück mit Raketen. Wird schon schief gehen. Jawohl, der Baum ist weg. Floater 1 ohne Deckung. Leon, Abschuss. Sniper muss man füttern. So. Wie gesagt, den würde ich gerne gefangen nehmen. Wie nageln wir den aber fest, dass er keinen Quatsch macht? Na, Flashbang? Glenn, mach mal hier bitte Platz. Ah, du siehst den Mutter noch. Das Glück kommt ja noch näher ran. Oh nein. Nicht gut. Können wir den wenigstens ein bisschen damagen, ohne ihn zu killen? Sieht nicht danach aus. Können wir den Floater ausschalten? Jawohl. So, ich will den Muton gefangen nehmen. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Eine Granate noch weiter schwächen. Kannst du so weit werfen? Also von der oberen Deckung schon. Ich hoffe mal, dass er dann hierhin rennt. Naja, das wird jetzt bestenfalls ein Damage machen. Vielleicht zwei. Oder gar keinen. Ja gut, gönnen wir uns hier mal ein bisschen Rauch. Sicher ist sicher. Er wird schon nicht auf Leon schießen. Oder uns eine Granate auf den Kopf schmeißen. Ey, du hast hier die wenigsten Hitpoints, also zieh mal den Kopf ein. Ja, Muton, komm. Oh nein. Muton rennt weg. Damit können wir leben. Dann können wir uns jetzt mal um die Seeker kümmern. Die haben hier um eine schöne Shredder gebeten, habe ich gehört. 3,2, oh. Das wird lustig. Und dann Rakete raus. Ich hoffe, ich bleibe jetzt nirgendwo hängen. Gut. Die werden geschreddert. Ja, Glenn hat mittlerweile Holotech. Schau mal, ob du den down bekommst. Sehr schön. Geschredderte Roboter-Einheiten sind doch leichter zu handeln. Leon. Geh mal hier hin. Nö, ändert nichts. 74%. Becky. Und Van Dorn kümmert sich um den anderen. Naja, zumindest Holo-Targeting drauf. 35%. Ah, wird es besser, wenn ich dich hier hinstelle? René sieht nichts. Geh mal hier runter in den Rauch, bitte. 57. Nein.
Probieren wir es. Gut, Wallenstein. Sehr schön. So, Muton. Kannst wieder zurückkommen. Dann haben wir noch Floater. Wenn das jetzt eine reguläre Mission ist, dann dürfte das der letzte Pod sein. Kann ich den Battlescanner schon ins UFO reinschmeißen, damit wir wissen, wo der Outsider ist? Rein theoretisch, ja. Praktisch würde ich lieber den Kopf da vorne einziehen. Affirmative. Und wir haben einen Muton auf der Flucht, das dürfen wir auch nicht vergessen. Rücke aus. So schön langsam mal alles nachrücken. Pass hier mal Obacht. Leon. Mach dich steady. Der Muton kommt schon, wenn er was will. Genau. Mach dich mal ausnahmsweise steady. Nachladen. Nee, zieh den Kopf ein. Safety first und so, wenn du schon so weit vorne hockst. So, Wallenstein, was machen wir mit dir? Wir müssen hier irgendwie hinter den Muton. Fliehende Einheiten ziehen sich ja gerne zu ihren Verbündeten zurück. Dementsprechend könnte der Floaterpot hier sein. Overwatch. Aye, aye. Kommt er wieder? Ja, das wird der Outsider gewesen sein. Weißt du, was da gerade nichts passiert ist? Checken wir mal, wo der Outsider rumhängt. Vielleicht kommt der Muton ja auch nach Hause zum Essen. Sweeping. Wo ist er denn? Auf jeden Fall muss die Tür zubleiben, damit wir uns da sauber annähern können. Da hinten in der Ecke. Also könnten wir quasi einen Trupp hier lang schicken. Das Fangteam. Jemand steht dann bei der Tür. Ja, aber zuerst müssen wir die anderen Aliens loswerden. Aber wenn du hier flankiert bist, dann bist du so gut wie tot mit deinen 5 Hitpoints. Kommen hier nicht wirklich voran. Weißt du was, geh mal hier hin. Wir sichern einfach mal mit Feldposten ab. Dann wird er schon. Der Outsider ist ja auch weit genug weg. Leon, du darfst dich hier hinstellen. Schade, dass du noch keinen Disabling-Schuss hast. Du, steady. Lad mal nach, deine Shotgun. Ja, meld voraus. Mhm, das ist der Battlescanner, der uns da angezeigt wird. Uiuiui. Alles klar, wir können nachgucken. Wo ist denn der Muton hingerannt? Und bei solchen Deckungen immer achten, dass der Schritt zur Seite möglich ist. Erkläre ich gerne immer wieder. Van Dorn. Ja, hier bist du safe. Sei denn, wir triggern jetzt was. Becky nach vorne. Wallenstein gerne mal zum Van Dorn nach vorne. Geh doch erstmal hier hin. Dann kannst du dich in der nächsten Runde für eine andere Deckung entscheiden. Lad mal nach. Safety first und so. Ebenfalls. Ich wüsste gern, wo die Floater sind. Glenn. Der hat schon den ganzen Weg hier hinten hin zurückgezogen. Ich habe keinen Motion Tracker mehr.
nicht nett. Bestätige. Van Doren, geh mal bitte zu Glenn nach vorne. Wobei, hier ist meine Rauchgranate. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Das Aufrücken angeht. Geh erstmal hier. Und dann dahin. Du hast ja mehr als genug Hitpoints. Aye, aye, Commander. So. Wie viele Hitpoints hast du? 7. Und keine Deckung. Ich dachte, hier wäre der Stein ein bisschen weiter vorne. Na komm, geh einfach mal zum Wallenstein vor. Becky, du hältst dich noch weiter zurück. Und steady. Ah, da kommt der Muton wieder. Hi. Und da kommen auch die Floater. Sehr schön. Ich hoffe, die tummeln sich noch ein bisschen zusammen. Wir die platt machen können. Dass der Muton wieder ohne Deckung rumsteht. Gefällt mir gar nicht. Wo sind die beiden anderen hin? Moment, erstmal die Kamera drehen. Ja, bloß nicht die Tür aufmachen. Weil die hier müssen weg. Hätte schlimmer sein können. Uiuiui. Weißt du was, wir leiten hier schon mal die Gefangennahme ein. Bitte mit Pistole auf den Muton ballern. Gut. 2 Hitpoints musst du noch irgendwie loswerden. Uiuiui, ja, das wird hier schmerzhaft. 55% nur. Naja, weg damit. Was weg muss, muss weg. Was weg ist, ist weg. Da waren es nur noch 3 Floater. Nun gut, die Gegend können wir hier ein bisschen einnebeln. Also, ich würde mal sagen, dem hauen wir eine Flashbang auf den Kopf. Sicher ist sicher. Sir. Van Doren hier hin. Einfach mal draufballern. Suppression wäre vielleicht die bessere Idee gewesen. No joy here. Nicht die Tür aufmachen. Das wird den zwar nicht killen, aber die 2 Hitpoints nehme ich dankend an. Ob du jetzt da hockst oder hier, weil der ist ja meilenweit hinten. Genau, da dürfte eigentlich nichts passieren. Heading to that location. Der Muton ist geblendet. Du siehst nichts. Feldposten. They're moving to flank me. Gut, du launchst. Das erleichtert uns schon mal alles. Du wirst wahrscheinlich Leon mit der Pistole zurück müssen. They're shifting their attack.
Au. Zieh den Kopf ein, dann ist alles in Ordnung. Ein Floater auf der Flucht? Oh, für Pistolenschuss wird das nicht. Will ich die 48% hier riskieren? Hm. 50% Crit. Haben wir auch jemanden ohne Crit? Hm. Notfalls muss da jemand zurück. Probier's. Gut, Leon. Sehr gut. Sehr schön. So. Dich brauche ich dann auch da drüben. Oh, oh. Da ist ja unser verlorener Kunde. Sind wir eigentlich in Flankierungsreichweite? Durchaus. 50% Crit. Nicht killen. So viel zum Thema Gefangen nehmen. Alles klar, dann können wir uns jetzt um die Floater kümmern. Approaching target now. Suppressen wir den mal. Rauchgranate wäre mir vielleicht lieber. Rolling. Brauchen wir von ein alternatives Ziel. René, gib bitte mal hier rüber in die volle Deckung. Ja, hätte ich auch gerne. Schlecht, und ist das schon mal angeschlagen. Wo? Hier hinten. Weißt du was, Glenn? Schau, dass du uns das mal da abholst. Blöd, dass du zu diesem Baum nicht hinkommst. Wäre jetzt lustig, wenn da jetzt noch ein Pott stehen würde. Du schießt jetzt auf Van Dorn zurück, nehme ich an. Der andere zieht sich zurück. Na, schauen wir mal, dass wir einen Outsider gefangen nehmen. Ah, ich glaube, da kommen wir zu spät. Auch kein Offizier dabei. Hm. Feuer. Gut. Schöner Abschuss. Hoffen wir, dass wir das Meld noch bekommen. Du lässt dich mal verarzten. Dementsprechend geht Van Dorn hier hin. In Motion. We have eyes on the target. Aha. Aber hier sitzen wir ja immer noch wie auf dem Präsentierteller. Das müssen wir ändern. Geh mal bitte hier rum. So, Leon, du kannst hier hin vorrücken. Gib mal einen Feldposten. Hast ja eine hohe Treffsicherheit. Eine relativ hohe. Jawohl, wir bekommen das Meld noch. Immerhin ein Container. 11 Meld nehme ich gerne dankend an. So, jetzt müssen wir herausfinden, wo der Floater ist. Mhm. So. Medic, wohin? Dass du den Muton abknallen musstest, war auch nicht so nett. Roger, I've got
my eyes on. Okay, je surveille la zone. Weapons. Sag nach. Overwatch. Aye, aye. Floater. Boot, boot, boot. Oder wir schauen einfach mal, dass wir uns jetzt um den Outsider kümmern. Der Floater kommt dann schon, wenn er was will. Jo, klingt vernünftig. Rubber's on the road and the kids are in the back seat. Also René und Van Dorn kümmern sich mal um die Tür, der Rest marschiert außen rum. Wobei, ich könnte ja noch den Leon hier irgendwo hinstellen. Waren wir hier weit genug weg? Ich weiß es nicht mehr. Müsste eigentlich auch ohne Felder zählen. 10-4. Wobei, was mache ich denn eigentlich? Es reicht doch, wenn ich durch die Tür durchgehe. Roger, Dodger. I'm on the move. I feel, Commander. Overwatch, aye, aye. Du kannst mit deiner Shatter Ray schon mal hier hingehen. Floater? Wo? Good to go. Ach, guck mal, da war er. Der steht hier mitten im Raum. Alles klar. Steady Weapon. Glenn, hier rüber. So, mal gucken, ob er die Tür aufmacht. Was war das für ein Geräusch? Hört er sich für mich wie ein Alien an. Da kommt er. Leon, triffst du den? Auch wenn du ihn nicht siehst? Nee. That is not good. Da macht der Glenn den eben fertig. Uhu, hi. Oh oh. Shot failed to connect. Naja, einen Feldposten hätte ich noch. Oh oh. Oh oh. Überlegst dir zweimal, was du machst. Gut. Vielleicht sollten wir versuchen, den gefangen zu nehmen. Wie schaut's denn diesmal aus? Mit den Pistolen-Skills. Ah ja, Story killt den auf jeden Fall. Pistolen. Nee, der Tür am besten gar nicht klicken. Ah ja, gut. Weißt du was, wir gönnen uns hier einen Versuch. Und das nicht hinhaut. Pech gehabt. Jawohl. So, jetzt nur noch den Outsider. Zurück auf deine Main-Waffe. Steady Weapon. Du kannst mal nachladen. Von mir aus Feldposten. Ein Schritt rüber. Ja, auch ein Schritt rüber. Mach dich mal steady. So, ich hoffe, wir können den fangen. Klopf, klopf. Der wird jetzt in Deckung rennen. Natürlich dahin. Wohin denn sonst? Würde ich mal sagen, beginnen wir mal damit, den zu suppressen. Sieht René den noch? Natürlich nicht. Schleichen wir uns da mal langsam an. 57%? Nein. Gibt's doch gar nicht. 80. Wird kein tödlicher Schuss. Es wird nicht einmal ein Treffer. So.
Wallenstein. Keinen Fall flankieren, sonst rennt er. Das hier ist eine Flanke, das ist zu weit weg. Geh einfach mal hier hin. Probieren kann man's ja. Ja, shit. Will einen Outsider fangen. Becky, wie viele... 7. Da kannst du mit vor. Der schießt jetzt auf mich auf. Das ist ja noch besser. Ich hoffe mal, du krittest den jetzt nicht mit dem Zehner weg. Oh. Ist jetzt nicht so gut. Den Computer kann ich auch nicht wegsprengen. Du dürftest auf keinen Fall kritten. Oh. Probieren wir es. Becky. Warum nehme ich nicht meine Pistolen? So viel zum Thema Outsider fangen, ne? Nur weil er seinen Kopf eingezogen hat. Eieiei. Naja. Ab nach Hause. Wir warten jetzt immerhin auch auf eine Exalt-Mission. Immerhin ein Floater mit nach Hause gebracht. Und eine ganze Menge Beförderung. Ist doch schön. Ich glaube 22 oder so brauchen wir noch, damit wir unser 8. Truppenmitglied freischalten können. Heat Warheads, keine Frage. Extra Schaden gegen Robotergegner. Van Dorn. Heat Ammo. Mehr Schaden gegen Robotergegner. Kann man immer gut gebrauchen. Wallenstein. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal auf Smoke and Mirrors. Damit du mehr Rauchgranaten bzw. mehr Chams etc. mitschleppen kannst, sobald es soweit ist. Bist halt eine Supporter-Class. Und endlich den Disabling-Shot für Leon. Damit können wir gut arbeiten. Wenn es darum geht, Aliens gefangen zu nehmen. Und Becky? Na komm, mal den Fleet searchen. 16 Tage ist die Veronique jetzt außer Gefecht. Ah, René hat auch noch eine Beförderung. Sehr schön. Da gehen wir natürlich den Overwatch-Pfad mit Covering Fire. Opportunist. Gerne Ranger, damit er ein bisschen mehr Damage macht. Lock and Load. Sentinel. Da unten. Gucken wir mal. Ob Vital Point Targeting oder Rapid Fire. Das gucken wir noch. Hoppala. Ich sagte, du sollst Covering Fire mitnehmen. So, continue. Ein weiterer Alien Carabine. 33 Illyrium, 39 Alloys, 13 Meld. Ein paar Computer-Stuff, Dingskirchen. Passt schon. So, haben wir jetzt noch irgendwas zu erledigen. In 7 Stunden bekommen wir eine ganze Menge Laser-Rifles. Und unser Thermogenerator ist fertig. Eine Ratsmission, was will der jetzt von uns? Bitte kein Bomb-Disposal. Yay, es ist ein Bomb-Disposal. Japanese City. Ich hoffe mal, es ist nicht die U-Bahn. Beziehungsweise die Straßenbahn-Map. Neighborhood in a major Japanese city. Könnte fast schon so weit sein, dass es wirklich eine meiner Hassmaps ist. Ja gut. Wie lange brauchen die Laser Rifles noch? 6 Stunden können wir auf die warten. Nochmal genauer gucken. Scheiße, wir den Autolaser nicht bekommen. Da muss unser Escort ausrücken. Relativ schnelles Team.
Gut, ein paar Laser Rifles sind soweit fertig. Die können wir eventuell gut gebrauchen. Hoppala. Mhm. 3 Stunden hätte ich gerne noch. Ja gut, meine Freunde, aber um das Bomb Disposal kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.